Hallihallöchen! So, hier ist wieder die Christine aus Mexiko von Aleja Tours. Wie geht's euch? Ich hoffe supi. Passt mal auf, ich gucke jetzt gerade mal, dass ich noch jemanden hinzuschalte. Die Chrissy wird mich heute nämlich begleiten. Moment, hallo alle zusammen. Ich bin jetzt gerade auf der Suche. Da ist die Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo Jackie. Die ganzen Kollegen sind auch mit dabei. Ich warte noch auf die Chrissy. Chrissy, wir sind da. Hallo an alle nochmal, die jetzt gerade noch hinzuschalten. Hallo, hallo. Wie geht's euch allen? Ich hoffe sehr gut. Wie ist das Wochenende so? Habt ihr schönes Wetter? Ich weiß es gar nicht, wie in Deutschland das Wetter ist. Kalt, warm, heiß. Regnerisch, schneit's. Keine Ahnung. Warte mal, ich warte gerade noch auf die Chrissy. Ich schalte gleich hinzu. Na? So, ja, da ist die Yvonne. Hallöchen. Na? Wunderbar, ihr seht, bei uns ist wieder richtig heiß. Also richtig heiß. Ich habe einen Ventilator vor mir, über mir. Gut, da hinten, den habe ich jetzt nicht angeschaltet, den da hinten, weil das bringt mir nichts. Aber es ist eine Bullenhitze. Ne? Also wenn ich mit das Glänzen anfange oder sowas, das ist einfach, mir läuft hier auch die Brühe. Ne? So, wie gesagt, da warte ich jetzt gerade noch auf die Chrissy, bis sie dazukommt. Jetzt von euch ein paar, vielleicht habt ihr auch Facebook Live gesehen. Da waren wir jetzt auch am Mittwoch. Moment, jetzt ist sie da. Moment. Warten. Da ist sie! Hallo! Hi, einen lieben Gruß an alle, die jetzt gerade zuschauen und einen dicken Knuddler. Ja, Mensch, wir haben uns jetzt erst am Mittwoch gesehen, deswegen mache ich jetzt gar nicht so einen riesen Yeah, endlich sehen wir uns mal wieder. Wir haben uns in live gesehen am Mittwoch, ne? Wir waren ja auf der Quinta Avenida mit der Chefin und mit ein paar Kollegen. Ne? War gut, oder? Wie hast du es empfunden? Du warst ja auch nicht mehr draußen, ne? Für dich war es ja auch das erste Mal begleitet, ne? Ja, das war super. Das war tatsächlich mein erster Ausgang seit Monaten. Bei dir war es ja natürlich, man muss noch dazu sagen, du hattest ja das Problem, dass du dir 5 Rippen gebrochen hattest. Ne? Deswegen, du durftest ja auch gar nicht rumlaufen. Und es war das erste Mal, dass du jetzt mal wieder richtig durch die Gegend spaziert bist. Wie hast du dich denn so gefühlt dabei? Mir war heiß, aber ich habe es so genossen, die dabei waren zu sehen, ganz ehrlich, es war einfach nur schön, wieder miteinander zu sein. Das, ja. Dabei man hatte ja kaum Chancen, sich jetzt irgendwie zu sehen. Ausgangsverbot, eingesperrt zu Hause. Ja, alles miteinander hat man sich kaum gesehen und deswegen war das schön, auch wenn es scheiße heiß war. Ja, es war wirklich sehr, sehr heiß. Die ganze Idee kam eigentlich so zustande, weil Claudia hat ja solche Gesichtsmasken anfertigen lassen, sowohl für die Guides als auch für die Kunden. Und dann haben wir so im Spaß gesagt, hey, die müssten wir mal ausführen, ne? Die müssten wir mal probieren. Und dann kam man auf die Idee, warum treffen wir uns nicht auf der Quinta Avenida, jetzt wo die offen ist und wo es erlaubt ist, ne? Dass man auch mal wieder ein bisschen spazieren gehen kann. Ne? Lass uns doch einfach alle auf die Quinta gehen. Da haben wir einfach rumgefragt, wer hat Zeit. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, Mittwoch, 14 Uhr, ne? Das war ja hier 14 Uhr bei uns, treffen wir uns doch einfach da auf der Quinta Avenida und gehen ein bisschen spazieren. Ne? Und ich habe auch gedacht, super, das machen wir. Ne? Machen wir ein bisschen Facebook Live. Und ich muss dazu sagen, ich bin dann ja fast zu spät gekommen, ne, weil ich stand wirklich an jeder Ampel. Ich habe vergessen, dass die Hochbrücke geschlossen haben, ne? Und ich stand wirklich an jeder Ampel, an jeder Ampel. Und ich so, das gibt's doch nicht, und überall rot, ne? Und auf jeden Fall war es dann, als ich angekommen bin, hatte Claudia schon, ne, auf Aufnahme gedrückt, so wie, ja, hier ist unser Team. Ja, kam ja alle zu spät. Ne? Und dann kam sie so, wie, ja, und hier ist die Christine, die übernimmt jetzt mal. Und ich so, wie, ich übernehme? Ich dachte, ich noch nur hinterher. Ne? Ich habe gedacht, ich mache mir da einen Lauen und gehe ein bisschen spazieren. Und dann hat sie gesagt, hier, mach mal. Ne? Und ich so, okay. Schöne Farbe hast du gekriegt. Bitte? Schöne Farbe hast du gekriegt am Mittwoch. Oh, hör mir, okay. Ich habe mich verbrannt. Guck mal, ich habe mich hier im Scheitel, habe ich mich verbrannt ohne Ende. Weil ich meine, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren hier. Glaubst du, ich lerne das mal, dass man auch bei kurzen Spaziergängen sich vielleicht eincremt? Christine denkt da nicht dran. Christine holt aber sich ganz gerne doch, das ist doch dieser Lebensratgeber. Gehst du nicht jedes Mal, also wenn ich zum Einkaufen gehe, denke ich doch auch nicht dran, dass ich mir da jetzt einen Sonnenblock drauf mache. Also wirklich. Das war ja klar, dass wir da ein bisschen durch die Gegend spazieren. Wie gesagt, ist einfach nur eigene Dummheit. Und dann habe ich halt am nächsten Tag, habe ich halt dann
so gemerkt, so von wegen, okay, das war jetzt wieder super, aber kein Problem, ich habe Aloe Vera im Garten, ne? Also Savila heißt es ja, aufgeschnitten, drauf gemacht und fertig, alles wunderbar. Aber auf jeden Fall, es war wirklich schön, euch alle mal gesehen zu haben und es war auch witzig einfach mal, ne? Ich habe ja früher, habe ich mich immer ein bisschen so lustig gemacht über die Influencer, ne? Die wirklich alleine durch die Gegend laufen, also warte mal, hier so. Ja, und hier seht ihr mal, und hier seht ihr mal. Ja, und ich immer so, wie kann man denn sowas machen? Das ist doch komisch, ne? Und jetzt bin ich selber, ne? Ich bin da durch die Gegend spaziert, ne? Ihr hinter mir her, und ich so, guck mal hier und guck mal da an, hier und her. Und dann bis zum Strand runter, und es war so schön. Da wart ihr ja leider nicht dabei, ne? Dass ihr dann noch, ja, fällt ihr dann da ins Restaurant, aber ich bin dann noch bis zum Strand runter, und seit ersten Mal, seit 4 Monaten habe ich mal die Füße im Wasser gestanden. Verstehe ich nicht mehr, warte mal ganz kurz. Ja. Sorry. Okay. Ich glaube, sie muss die Lautstärke leise machen. Ich habe gerade gehört, dass irgendwie so ein... Ich bin noch da. Wir warten. Okay, ja, bin auch wieder da. Da kam Anruf rein, genau. Und irgendwie blicke ich da noch nicht so ganz durch. Okay. Wer ruft denn jetzt ausgerechnet an? Ausgerechnet. Genau. Und... auf jeden Fall war es dann so, dass wir halt wirklich da wirklich durch die Kindheit gelaufen sind und wir haben viele Touristen gesehen und ich persönlich, ich hatte so das Gefühl, ich würde am liebsten alle Touristen umarmen. Ich habe gedacht, ein Tourist, ne? So, und ich fand es so cool. Und wie gesagt, unten am Strand, ne, und dann einfach das Wasser, ach, das war so schön. War ein ganz, ganz toller Tag auf jeden Fall. Ich bin dann sogar noch mal mit Instagram auch noch herumgelaufen, als ihr beim Essen wart, weil ich hatte schon gegessen, da habe ich gedacht, ich muss jetzt die Zeit nutzen, ne, und bin dann noch mal mit Instagram auch durch die Gegend gelaufen und sowas, auch mit Instagram Live. Also wie gesagt, die Leute haben bestimmt gedacht, das ist ein verrücktes Huhn, keine Ahnung. Das Witzige war ja auch dabei, dass an jeder Ecke waren ja auch diese Tourverkäufer. Das fand ich so witzig, weil wir waren alle in Uniform. Ne, mit Alleja Tours fett vorne und hinten und auf der Maske, überall stand Alleja Tours und die wollten uns immer noch Touren verkaufen. Das fand ich ja witzig, ne? Ja, ich habe ein paar Mal drauf gezeigt auf das Logo, weil es mir auch unangenehm war, dort zu sagen, Leute, wir suchen selber nach Arbeit. Es ist, wir können keine Tour mit euch machen. Wir sind gerade selber beim Promovieren. Ja, ich konnte ja leider nicht mit runter zum Strand. Das war mir dann echt zu anstrengend. Das war beim ersten Ausgang, das war einfach körperlich nicht machbar. Und da war ich sehr dankbar, dass Claudia uns eingeladen hat, auf was zu trinken, genau, und einen Taco. Und deswegen bin ich da nicht mit runter. Da wäre ich gern mal wieder an den Strand gegangen, weil ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal war, dass ich am Strand war. Ja, genau. Ja, ist ja leider so. Also für die öffentlichen Strände, also für die, die das noch nicht wissen, die öffentlichen Strände sind weiterhin zu. Die möchten nicht, dass da alle jetzt runterrennen, weil ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn die wirklich die Strände aufmachen, das könnte dann so sein wie in England, ist da das eine Wochenende, ich glaube Pfingsten war das, dass dann plötzlich alle zu viele dorthin gehen. Deswegen, es ist nicht schön, dass wir nicht an den Strand können, aber wir akzeptieren es. Ne? Und ist halt jetzt einfach so. Da muss man es durchmachen, die Touristen dürfen. Hotelstrände sind offen und von daher, das ist dann, okay. Ne? Also wie gesagt, die Touristen gehen vor. Ja, hauptsächlich Amerikaner, ne? Was anderes kommt ja momentan eh nicht her. Ja? Nein, ich habe heute habe ich mit einer deutschen Familie gesprochen, die sind gestern angekommen. Ja. Wunderbar, liebe Grüße gleich. Wie sind den haben wir auch, den habe ich also mit Manuel zusammen von El Viajero, haben wir da einen Transfer organisiert vom Flughafen und sowas. Die sind jetzt hier im Zentrum, haben sich so ein Penthouse gemietet, weil im Moment ist ja alles spottbillig, ne? Und die sind richtig happy. Die haben gemeint, du, wir waren gestern schon planieren, wir waren jetzt gestern beim Essen und es ist so schön hier und die Leute sind alle so nett. Also das ist so toll, wir sind so froh, dass wir tatsächlich gekommen sind. Und auch der Flug hat super geklappt. Also die sind von Frankfurt nach Mexico City und von Mexico City dann eben nach Cancun geflogen. Also nur mit einem Zwischenstopp, ohne Probleme, ne? Und dann auch einfach nur am Flughafen nur den Temperaturcheck und das war alles, ne? Also wie gesagt, die sind richtig happy, dass sie da sind. Das ist also eine Familie mit zwei jugendlichen Kindern und wir gucken uns mal vielleicht, ob wir vielleicht nächste oder übernächste Woche vielleicht ziehen kann oder die Seenottour mit denen machen, weil die sind also interessiert und wir sind natürlich super happy, ne? So von wegen, yay, ne? Die kriegen von uns dann wirklich noch den roten Teppich ausgerollt, ne? Und also wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass die Leute kommen, halt dann einfach. Das sind natürlich keine Pauschalreisenden oder so. Was ist natürlich vereinzelt.
Einzelne, die halt wirklich dann halt entweder sich halt selber entweder ein Apartment mieten oder halt das Hotel direkt anmieten oder so, wie sagt man da? Ja, weil Condor sagt ja, vor Oktober geht nichts. Genau, nee, aber wie gesagt, Lufthansa fliegt zweimal die Woche, doch zweimal die Woche, glaube ich. Also wirklich Linienflüge immer nach Mexico City und das ist auch sicher. Wir hatten ja jetzt auch die Eltern von der Claudia sind damit zurückgeflogen, haben gemeint, war 1A. Ne, und auch der Henry, ich weiß gar nicht, ob du den Henry kennst, vom Casa Tucan, der ist ja auch nach Deutschland geflogen, auch alles wunderbar. Ne, also da muss alles von den Flügen her, ist es möglich, also das geht tatsächlich. Ne? Und, naja, ich weiß nicht, wie er aus Deutschland angeflogen ist. Ne? Also das weiß ich, was mich sehr verwundert hatte, weil ich so überzeugt war, dass ich dachte, die kommt nie an. Aber die lebt hier und ist eben wegen der Krise nach Deutschland. Ist ein bisschen verfrüht zurückgekommen, ganz ehrlich. Es ist noch nicht der Moment, dass hier was losgeht, aber sie hat es halt gedacht, sie kommt wieder zurück, die arbeitet auch hier und sie ist auch eine Reiseleiterin, glaube ich, ne? Ja. Okay, dann reden wir von derselben, genau. Ja, das Ding ist so, wir haben es ja letzte Woche angesprochen mit der Yvonne, ne, dass jetzt so langsam geht es halt wirklich in die Krise. Also gut, wir sind in der Krise, aber es geht tiefer als tief, ne, weil zum Beispiel der Marcel, der zieht ja jetzt zu dir ein, weil er tatsächlich seine Miete nicht mehr bezahlen kann. Ich habe dann zuerst gedacht, um Gottes Willen, weil er hatte mir damals in dem Interview erzählt, dass bei ihm zu Hause wohnt schon, weiß er, seine Frau, also ihr gemeinsames Kind, seine Stieftochter und auch, glaube ich, der Schwager war auch noch da. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, wo wollen die Leute alle bei der Chrissy hin? Weil du hast zwar ein Häuschen, aber das ist auch nicht ein Riesenhäuschen. Und da hast du jetzt auch gemeint, die kommen auch nicht alle. Ne? Also wie ist es, da kommt nur er? Das ist eine es ist sehr traurig, aber das ist genau das, was das jetzt hier gerade ausmacht, ist, dass die Familien trennen müssen aufgrund der Situation. Und Marcel muss leider seine größere Tochter nach Veracruz bringen, weil sie halt leider nicht, ich würde ihm gern den Platz geben. Aber ich habe ja auch noch wirklich ein kleines Häuschen und ich hatte ja für meine Mami vorhin ein kleines Stück gemacht. Dass meine Mami hat es ja auch nicht mehr geschafft, hierher zu kommen. Und das habe ich ihnen angeboten, aber es ist unmöglich. Zwei Kinder, Frau, Mann und der Schwager wäre auch noch da gewesen, Hund auch noch mit. Und dafür ist der Platz einfach nicht da. Nicht, weil ich das nicht will, sondern weil das geht gar nicht. Wie soll das gehen mit einem 13-jährigen Kind? Und das haben die echt ihre Tochter nach Veracruz bringen müssen. Es ist so. Es tut mir leid, dass der Platz nicht da ist, aber es ist so. Das müsst ihr ja nicht leid tun. Ich meine, die sind ja wahrscheinlich froh, dass sie zumindest zu dritt unterkommen können. Und ich meine, die große Tochter, die geht zu den Großeltern, ne? Ja, richtig, die geht zu den Großeltern nach Veracruz. Und beim Hund sind wir uns noch nicht so sicher, wie die sich mit meiner versteht. Ja, aber da findet er auch eine Lösung. Der macht ein kleines Gatter oder so. Zusammenhalten, das ist das Wichtigste überhaupt. Genau. Ich sag mal so, es gibt immer viele, hier und da sieht man immer wieder auch solche Solidaritätsbekundungen und sowas, halt einfach die, wie man sich gegenseitig versucht zu unterstützen, auch gerade die eigentlich auch nicht so viel haben, die versuchen dann auch noch was zu geben oder sowas. Ich habe gesehen, Moni wollte dir auch was zustecken, das habe ich gesehen. Ne, also und Moni hat auch nicht so viel, ne? Und ich habe aber gesehen, dass sie total auch um dich einfach besorgt ist, ne? Dann hat gedacht, du brauchst mehr als ich, ne? Und das fand ich auch ganz süß, ne? Einfach untereinander. Und wir haben ja, wie gesagt, da letzte Woche halt auch drüber gesprochen, auch mit der Yvonne. Wir hatten das Thema angesprochen mit Marcel auch und Yvonne im Moment, sie hat das Glück, dass sie im Moment die Miete nicht bezahlen muss, weil sie sehr verständnisvolle Vermieter hat, aber sie hat jetzt auch schon ein bisschen Angst, dass sie das natürlich auch nicht ewig mitmachen, weil klar, die ersten zwei Monate sagt man, lass mal stecken, aber jetzt sind es halt vier Monate, wir gehen in fünf das Monate. Das Problem ist, wenn die eigene Not dann kommt, wie die Vermieter, die werden auch keine reichen Menschen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Häuserblocks oder was ich immer haben, dass sie sagen, und selbst dann würden sie bei allen auf die Miete verzichten. Also es ist generell ist es so, dass eine absolute Notsituation mittlerweile ist. Ja, die Leute versuchen zu helfen, aber die sind ja alle selber so begrenzt mittlerweile, wie du sagst, mit der Miete. Wie lange kann sie denn auf die Miete verzichten, wenn sie selber dann kein Einkommen mehr hat? Ja, genau. Und
deswegen war das auch so nett letzte Woche, als nachdem wir dann eben so drüber gesprochen haben, ne, und sowas, da hat dann tatsächlich, also der Chris, das ist ein ganz lieber Kunde von uns, der Chris, der hat sich dann auch bei der Claudia gemeldet und hat gemeint, du, ich habe das jetzt gerade bei Instagram gesehen, geht's euch wirklich so schlecht? Ne? Und hat halt Claudia gesagt, ja, es ist tatsächlich so, und hat halt auch noch ein paar Beispiele genannt und dann hat er gesagt, da müssen wir was tun. Und der hat dann einfach eine Spendenaktion im Facebook gestartet, was absolut, absolut Hammer war. Also das hat uns auch, also ich habe das gelesen, ich habe halt fast geheult, ne? Ich fand es so schön, dass er wirklich aus freien Stücken, und er war der Erste, der hat auch sofort gespendet, ne? Und also ganz, 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 ganz toll, ne? Und dann die Leute haben gesagt, ja klar, wir geben auch, ne? Und dann kamen so ein paar Sachen rein, dass ein paar haben auch gesagt, du, wir haben gar kein PayPal und wir schicken euch das Geld, und oh, das ist dann, dann ziehen die so viele Gebühren ab oder der Wechselkurs ist dann auch immer so schlecht. Und da hatte dann tatsächlich auch jemand gesagt, warum macht ihr nicht so ein Crowdfunding, also GoFundMe? Da gibt es so verschiedene Seiten, wo man tatsächlich eben praktisch das reinstellen kann, was man für ein Problem hat, und dass dann Leute sagen, oh, komm, ich spende dir was oder sowas. Und ihr habt es dann, ihr Guides, ne? Ihr habt euch da jetzt zusammengetan und habt tatsächlich sowas erstellt, ne? Richtig, also erstmal, bevor ich jetzt da was dazu sage, möchte ich auch an Christian ein riesengroßes Dankeschön schicken, einen dicken Knutscher für diese Initiative, die er gestartet hat, denn du weißt, das ist kein einfaches Thema, um Geld zu bitten. Es ist nicht so, dass jemand irgendwo hin will und sagen, hey, gib mir mal. Ja, da muss wirklich eine Situation entstehen und dieses Schamgefühl sich dann also überstehen, und er hat das von sich aus getan, also er hat das für uns überwunden, dass er das von sich aus getan hat, und damit noch ganz viele, und Dankeschön an alle, die schon reagiert haben darauf, für uns diese Initiative übernommen und eigentlich dadurch auch die Anregung gegeben, dass wir einfach selber auch was auf die Füße stellen sollen in der Richtung. Aber diese Scham, die wir haben, das muss man einfach verstehen. Das ist, du gehst nicht einfach raus in die Welt und sagst, hast du meine Mann? Weißt du, was ich meine? Ja, das ist nicht einfach, aber er hat diesen ersten Schritt getan und hat uns unwahrscheinlich damit geholfen. Es kamen dadurch auch Spenden rein, und nochmal ein riesen dickes Dankeschön an alle, die an uns denken, an alle, die da mitmachen und alle, die uns helfen. Vielen, vielen Dank, ja, denn es ist das, was wir wirklich gerade brauchen. Ja, und nicht nur ich rede jetzt nicht von mir. Ich rede von meinen Kollegen, ich rede von den Fahrern, die wir mit reingenommen haben. Jetzt, wir haben so eine Seite erstellt, ja. Das haben wir gemacht. Ja, das hat Steffi gemacht, die hat das super toll gemacht. Und wir haben einfach entschlossen, dass wir die Fahrer mit reinnehmen, denn die bekommen auch keine finanzielle Unterstützung mehr. Die Fahrer gehören ja eigentlich nicht zu uns als Firma, ja, sondern die werden ja mit angemietet. Aber trotzdem ist es unsere Familie mit. Und wir haben alle, wir leben miteinander, wir haben, denken alle an den anderen, ja. Und ich weiß, dass bei den Fahrern auch ganz dramatische Situationen mittlerweile gibt. Ihr Chef hat ihnen ja die ganze Zeit versucht, noch einen kleinen Bonus zu geben, alle 14 Tage, aber der kann ja auch nicht mehr, der geht pleite gerade. Ja. Und das geht nicht mehr. Und die haben Kinder, kleine Kinder, ja. So wie Yvonne auch, so wie Marcel auch. Und deswegen denke ich, dieser Zusammenhalt, dass wir uns da alle zusammenschließen und das zusammen machen. Ja, es gibt, wie gesagt, ganz dramatische Situationen, wie ein Marcel, der ein Kind wegbringen muss. Ja. Und ein Elias, der eigentlich Reiseleiter ist, ein sehr guter Guide ist und jetzt eine Arbeit angenommen hat, in Playa K zu massieren und in einer Woche 140 Pesos verdient. So, da gibt es Dreifache fürs Hin- und Zurückfahren aus. Und das Essen, das Leben hier ist nicht billig. Ja. Aber so in diese Richtung wollte ich jetzt nicht gehen. Ich wollte einfach nur erklären, warum wir diese Initiative übernommen haben, dass wir jetzt für uns selber eine Seite erstellt haben, weil wir an die Grenze gekommen sind. Wir können nicht mehr. Das ist genau. Also ich sehe jetzt auch gerade, dass einige gerade nachfragen, wo man das dann finden kann. Ich werde nachher, wenn es hier vorbei ist, werden wir den Link von dieser GoFundMe-Seite, werden wir auch in den Kommentaren auch publizieren, und auch in Facebook werden wir auch diesen Link euch teilen, damit ihr da auf jeden Fall mal drauf schauen könnt und vielleicht tatsächlich auch was spenden könnt, weil wie du sagst, ne, ich habe gestern, ich habe das irgendwann, als irgendwie, es kam immer wieder so, dass Kunden auch zu mir gesagt haben, weil die sind ja mit mir auch in Kontakt, ne, wegen dem WhatsApp, weil ich halt einfach das Handy habe von Alia Tours, die haben gemeint, warum macht ihr denn nicht so eine GoFundMe? Und ich so, ich weiß nicht, man hat halt einfach auch dieses,
niemand, wie du sagst, ne, es ist immer blöd, irgendwie um Geld Scham. Zu lösen, ne? Das ist die Scham auch. Ne? Und dann irgendwann habe ich dann doch gesagt zu den Guides, wie findet ihr das? Und dann haben die, hat, mit wem habe ich denn gesprochen? Ich glaube, mit Simone oder mit dir? Also irgendjemand hat gesagt, wegen dem machen wir gerade, ne, machen wir gerade. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt gesehen, dass es doch was bringt und wir sind wirklich am Ende. Wir können jetzt keine Scham mehr haben, wir können jetzt nicht mehr schüchtern sein, wir können jetzt nicht mehr einfach bescheiden sein, wir brauchen die Kohle. Und wenn da irgendwas kommt, dann ist es super. Und was ich dann jetzt dann gestern halt nochmal mit der Steffi nochmal, kleinen Moment, ganz kurz. Mit der Steffi hatte ich auch gesprochen und hat sie plötzlich gemeint, dass eben auch die Fahrer mit hinzugenommen werden. Und ich sagte, hey, das ist ja super, ne? Klar, an die Fahrer habe ich gar nicht gedacht, ne? Weil wie gesagt, das sind, wir sind nicht unsere Autos, das sind nicht unsere Fahrer, sondern wir mieten die immer an von einem Transportanbieter, das ist der Adrian, heißt der, ne? Mit dem kommen wir auch super klar, das ist der Chef von denen. Und dann hat mich das jetzt auch mal interessiert. Ich habe den gestern tatsächlich dann angerufen und habe gesagt, Adrian, wie ist die Situation? Ne? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dadurch, dass man auch mit sich selber irgendwie so mit der eigenen Firma so beschäftigt ist und einfach mit den eigenen Problemen, dann man hat gar nicht dran gedacht, mal zu sagen, hey, wie geht's dem eigentlich? Ne? Und auf jeden Fall hat der Adrian gesagt, ja, also sehr schlecht. Ne? Also bei ihm ist es wirklich so, dass er versucht hat, den Fahrern zumindest noch so ein, Mindesteinkommen halt einfach denen jeden Monat zu geben. Er hat gemeint, er wird es wahrscheinlich jetzt nächsten Monat oder jetzt bei der nächsten Quinzenna heißt es, hier wird ja alle 2 Wochen bezahlt, hat er gesagt, er hat wahrscheinlich jetzt nichts mehr. Er hat für die letzte, hat er schon einen Kredit aufgenommen, ne, damit er da noch was geben kann und er versucht gerade tatsächlich einen von seinen Vans, von diesen Toyotas zu verkaufen, aber es ist gerade einfach keine Nachfrage da natürlich, ne, und er ist jetzt schon 40.000 Pesos unter Marktwert und trotzdem kann er das nicht verscharbeln. Ne. Also der ist da wirklich am gucken zu fängen, bitte kauft mir das, damit ich weiter noch meine Firma aufrechterhalten kann und meine Mitarbeiter eben noch irgendwie mitschleifen kann, weil er ist sich natürlich das auch dessen bewusst, dass denen nicht gut geht. Ne? Also die meisten von denen, ich glaube von allen, da ist glaube ich nur einer, der das Glück hat, wo die Frau noch Arbeit hat, aber alle anderen, die da, der eine, der hat es angefangen, irgendwie Papitas, also so Chips zu verkaufen, einer macht jetzt Tacos de Canasta, das sind also diese Tortillas, wo halt dann mit gefüllt mit und verkauft die dann halt, aber das sind natürlich Tacos für 10 Pesos, ne? Das ist wirklich da, da kriegt er gerade das rein, was er halt dann selber noch zum Essen braucht oder sowas, aber er hat auch gemeint, das sind ja viele, wo auch mit kleinen Kindern und Babys sind, wo er sich wirklich Gedanken macht, wie das weitergeht, dass er ihm, wie das weitergeht, ihm ist auch sehr, ihm tut es weh, ne? Weil man fühlt sich natürlich auch verantwortlich, ne? Für seine Mitarbeiter. Und was das Schlimme ist, das möchte ich jetzt noch ganz kurz dazu sagen, wie gesagt, wir haben viel Solidarität erlebt, ne? Aber wir haben auch viele Sachen erlebt, wo wir einfach, wo nicht schön ist. Also zum Beispiel, er hat mir auch erzählt, dass er arbeitet ja nicht nur mit uns zusammen, ne? Wir sind ja eine ziemlich kleine Firma, sondern er arbeitet auch mit 2 großen Firmen zusammen. Und da war es halt immer so, dass die erst immer am Ende des Monats bezahlt haben. Wir zahlen ja immer sofort alles auf einmal, ne? Also da ist nie eine Frage, ne? Aber bei denen war das wohl so, dass die dann halt, als es angefangen hat, haben gesagt, ja, nö, wir zahlen nicht, ne? Und er sagt, ja, aber ich brauche das Geld. Ja, wir haben jetzt nicht. Mach's, wie du es willst, ne? Wir haben jetzt nichts. Ne? Sondern er sagt, Leute, ihr seid viel größer als ich, ihr habt Kohle ohne Ende, also könnt mir nicht erzählen, ihr habt nichts. Nö, wir haben jetzt nichts, ne? Du musst einfach warten. Ne? Und das ist halt eine Sache, wo halt einfach nicht schön ist, ne? Wo halt einfach, wo die Schulden nehmen viel Geld und wollen es nicht bezahlen. Und weil es halt einfach große Firmen sind, die sagen, okay, wir können uns das leisten, dann machen die das nicht und lassen die kleinen Firmen sterben. Und das ist natürlich auch nicht sehr schön. Und da hat er jetzt auch gesagt, er war beim Anwalt, der gemeint, ja gut, wir können die verklagen, aber dann kriegst du vielleicht was in 10 Monaten frühestens und höchstwahrscheinlich werden die natürlich auch dann schlecht über dich reden und du wirst nie wieder in Arbeiten kommen. Ne? Also das sind lauter so Sachen, wo halt echt krass ist und vor allen Dingen jetzt nochmal vom Staat her, ne, weil halt nochmal die Frage von vielen halt immer kommt, was macht der mexikanische Staat? Der mexikanische Staat macht gar nichts. Ne? Also ich sag mal so, wir kriegen ja generell, gibt's nicht. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht eine Wertung von mir, ich habe mir das selber ausgesucht, hier zu leben, deswegen akzeptiere ich das, wie das hier so ist, aber nur, damit ich euch mal das einfach so erzählen kann, wie das ist, es gibt hier kein Kindergeld, es gibt hier kein Elterngeld, es gibt keine Elternzeit, es gibt keine Krankenversicherung, gibt's in dem Sinne, ist auch nicht wirklich existent, vor allen Dingen, wenn man keine Arbeit hat, ist man nicht versichert, es gibt keine Arbeitslosenhilfe, es gibt keine Sozialhilfe, es gibt gar nichts. Also hier vom Staat kriegst du nichts. Das ist einfach so, die Leute akzeptieren das, weil das einfach schon immer so war. Und jetzt zum Beispiel, als es angefangen hat, haben sie gemeint, ja, sie werden Essenspakete verteilen. Das haben sie gemacht, aber nicht überall, sondern nur in ein paar Stadtteilen. Ein Paket in 4 Monaten
Und jetzt haben sie noch eine, so eine Karte verteilt, wo man im Supermarkt einkaufen kann. 500 Pesos pro Haushalt, nicht mal pro Person, pro Haushalt. Das sind 20 Euro. Kann ich mal was sagen? Ja. Ja, weil die kamen zu mir, diese Typ Volkszählung, in, ne? Wie heißt denn das? Also diese, und fangen an bei mir zu fragen, wie lebst du denn und hast du denn dein Paket bekommen? Mhm. Ich sage, Leute, nee. Ich habe nichts bekommen. Ja, das haben wir auch schon mitgekriegt, dass die überall rumfahren, wo es die Leute eigentlich gar nicht so dringend brauchen und die gar nicht irgendwie an die Leute rangehen. Stimmt schon, das ist nicht in Ordnung. Also die Leute bekommen so die Pakete. Ich habe gar nichts bekommen. Null. Und ich weiß von meinen Kollegen auch nichts. Also, ne, also diese Pakete, die wir hätten eigentlich kriegen sollen, die kamen auch nicht an. Und das ist natürlich dann auch immer so eine Hoffnung, ah ja, da kommt da ein bisschen was, ne? Da kannst du wieder von kochen, da kannst du wieder ein bisschen was essen von, ne? Aber ja. Aber wie gesagt, genauso wie du sagst, genau der gleichen Meinung bin ich auch. Ich habe mir das selber ausgesucht, ich lebe hier. Mit dieser Situation hat natürlich keiner gerechnet und jetzt sind wir im Moment, wo es überhaupt gar keinen Ausweg für uns selber gibt. Denn selbst wenn ich sagen würde, ich nehme einen Flieger nach Deutschland, du kannst ja noch niemals Ticket zahlen, weil du lebst ja an der Existenzgrenze. Und in Deutschland kriegst du ja auch keine Arbeit. Momentan ist ja auch alles ein Problem. Also es ist so, dass wir haben uns das ausgesucht. Wir müssen es hinnehmen, wie es hier ist. Ja, trotzdem fällt es unwahrscheinlich schwer gerade. Das Überleben ist unwahrscheinlich schwer gerade. Und jeder lebt von Tag zu Tag und versucht, den anderen nicht zu belasten, nichts weiter zu erzählen. Ja, damit der andere sich nicht aufregt, so wie ich, wo ich die Treppen runtergefallen bin. Ich hätte den Teufel getan, jedem irgendwas davon zu erzählen, weil ich genau weiß, dass jeder selber seine Probleme hat. Ja. Und so schaut es eben auch allgemein aus. Aber die Not ist extrem. Die ist wirklich extrem. Und deswegen möchte ich nochmal Danke zu Christian sagen, dass du diese Initiative übernommen hast, Christian, für uns, dass du uns diesen Anstoß gegeben hast, dass wir überhaupt auf die Idee kommen und uns trauen, das zu machen. Und dafür riesengroßen Dank. Und ich möchte auch nochmal an Benny Danke sagen. Benny ist auch ein Kunde von uns, der auch schon mit uns unterwegs war und der mir jetzt für einen Arztbesuch was geschickt hat, tatsächlich. Ja, er hat gesagt, Christi, du musst dich nochmal untersuchen lassen. Ich schicke dir das jetzt. Und von solchen tollen Menschen, die so eine Nächstenliebe haben, von diesen Menschen tatsächlich leben wir jetzt, weil was anderes haben wir nicht. Ja, genau. Und das ist halt einfach leider die Situation. Ich meine, wir hatten ja immer die Hoffnung. Ne? Ich war sowieso die optimistische, ach, in einem Monat ist alles vorbei. Ja, und dann ist wieder alles gut, dann ist alles gut. Wir sehen im Moment das Ende nicht. Also ich sage mal so, es wurde ja gesagt, zuerst hat es geheißen Juli. Ne? Und gesagt, na gut, da kommt Sommergeschäft, Sommerferien und sowas, kommen die Leute wieder. Ne? Dann wurde die Reisewarnung verlängert auf den 31.8. Und dann haben wir schon gedacht, oh, Jesus Maria. Ne? Und jetzt ist es aber so, dass halt viele Flüge werden jetzt schon für September und sogar für Oktober schon gecancelt, habe ich jetzt mitbekommen. Manche Oktober auch? Das habe ich nur gelesen bei der englischen TUI. Also das habe ich in Facebook gesehen bei Engländern, dass die englische TUI für Oktober jetzt schon gecancelt hat. Das heißt jetzt nichts für uns, aber ne, das sind so Sachen, das liest man dann, wo man sagt, ja, das will, ne? Also wie gesagt, es ist tatsächlich... man sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Das ist das Problem. Also es war immer so, dass man gesagt hat, wird schon, das kriegen wir hin. Ne? Aber jetzt so langsam wird es tatsächlich, spürt man, ne, das Wasser. Die Solidarität, die wir leben durften, war das, was uns jetzt die ganze Zeit auch so ein bisschen noch so, ja, wird schon, das kriegen wir hin, gemeinsam kriegen wir das hin. Ja, irgendwie kriegen wir das alles hin. Ich glaube, momentan sind wir alle mittlerweile in einer Situation angekommen, dass wir das nicht mehr so einfach denken, ah, das kriegen wir hin. Dass es nicht mehr so ist, oh, wird schon. Viele von uns sind mit Schulden reingegangen, wo man gar nicht damit gerechnet hat, dass so eine Situation, Steffi, Simone, ich, wir sind alle mit Schulden auch in diese Situation reingegangen, ja, weil wir gar nicht damit gerechnet haben. Ja, weißt du, das sind die ganz normalen Sachen, weiß nicht, wenn man ein Auto abbezahlt, wenn man Simone und Steffi zahlen Haus ab, ne? Die haben halt jetzt auch mal investiert und gesagt, komm, ein kleines Häuschen, nicht mal ein Riesending, einfach nur ein kleines Reihenhäuschen, ne? Ist jetzt auch nicht, wenn du schaffen sind mit dem Reiseleiter Lohn, kriegt man das hin, ist kein Ding, ne? Da kann man sich ein Häuschen leisten, ne? Aber jetzt halt ohne Einkommen, ja, was machst du da, ne?
Gar nichts. Und nicht, dass die Banken sagen, so wegen auch kein Problem, zahlt einfach danach, ne? Gibt's ja auch nicht, ne? Das ist ja das Ding, das gibt's ja natürlich. Ja, und jetzt musst du dir mal vorstellen, die Energie, die die reingesteckt haben, so ein Häuschen zu haben. Erst am Anfang sind, weil Steffi wie Simone zum Beispiel erst mal angefangen haben damit. Das heißt, das sind Jahre, über die man abzahlen muss. Und sie sind jetzt schon in Gefahr, ein Häuschen verlieren zu können, weil sie in diese Situation reingerutscht sind. Etwas, was sie mit viel Liebe versucht haben, jetzt aufzustellen. Und jetzt ist schon das Problem, wie machen wir das jetzt? Ja. Das sieht es wie eine Miete. Das ist ja nicht ein Luxus hier. Weißt du, was ich meine? Das ist wie eine Miete, die du eigentlich jeden Monat zahlen musst. Ne? Und die Bank sagt ja auch, na, das ist ihnen egal. Dann musst du halt zahlen oder du verlierst das Häuschen halt. So. Ja. Ja, wie gesagt, Banken, Staat oder sowas, da ist nichts, dass man auf die zählen könnte oder sowas. Das ist ein Problem. Auch Strom wird abgestellt, wenn du es nicht bezahlst. Ja, da hat ja der Staat hat ja gesagt, angeblich, sie helfen mit dem Strom weiter, sie helfen mit dem Wasser weiter, nichts wird abgestellt, Internet wird zur Verfügung gestellt, ohne dass was gestrichen wird. Die sind alle mit den Preisen hochgegangen. Ja, das genau. Und dann letztendlich war es dann so, dass die dann beim Strompreis sind die nach oben gegangen. Und dann hat der zuständige Minister gemeint, ach nee, habe ich den Präsident falsch verstanden. Ich dachte, er hat gesagt, ich soll erhöhen. Wirklich, wirklich, das soll man jetzt glauben. Verarschung? Verarschung? Ja. Ich gehe in den Supermarkt. Ganz kurz sind sie mit dem Benzinpreis runter, aber ich glaube, das hatte mit der allgemeinen Öl, irgendwie Saudi-Arabia-Krise irgendwas mit zu tun oder sowas. Und jetzt ist es auch wieder oben. Ne? Also das hat auch nicht lange angehalten. Ne? Aber gut, wir sind eh nicht durch die Gegend gefahren, das hat mir überhaupt nichts gebracht. Aber es ist nicht der Moment. Es ist nicht der Moment, dass die Preise nach oben gehen, Entschuldigung. Es ist es einfach nicht. Schön, dass vorher runtergegangen ist. Klar, warum ist es runtergegangen? Weil keiner rausgegangen ist und keiner hat ein Auto benutzt. So, gut, dann ist es runtergegangen. Aber jetzt geht es alles wieder nach oben, zwar teurer wie vorher. Obwohl letztendlich die Menschen in einer schlimmeren Situation jetzt sind, wird alles teurer. Und das ist etwas, wo eine Unmacht ist. Also es ist eine Unmacht, gerade bei Eltern. Viele Fahrer, die haben noch kleine Kinder oder Marcel, wie ich sage, kleines Kind, Yvonne, kleines Kind, also kleiner. Ja, ist ja noch klein. Ist ja noch klein. Braucht noch Schule und die stehen alle da. Das ist irre. Also ich sag mir auch, okay, dann esse ich meine Woche nichts, ist ja auch in Ordnung, muss ich abnehmen. Ist ein Scherz. Ja. Das hoffe ich, aber ich traue es dir klar zu, weil so langsam kenne ich dich. Ne? Nee, aber das ist doch, du musst doch mit dieser Situation dich auseinandersetzen. Und wenn ich für morgen nichts habe, dass ich mir was zu essen kaufe, muss ich mir auch alles schön reden. Das ist tatsächlich so. Ja. Man darf den Kopf nicht hängen lassen. Das ist das Schlimmste, was wir jetzt machen können, ist, dass wir vergessen, dass wir untereinander zusammenhalten. Ja. Und wie gesagt, diese Solidarität, die unsere Gäste bewiesen haben, ist unglaublich. Ein riesengroßes Dankeschön an alle bis jetzt, an alle, die an uns gedacht haben bis jetzt und immer bei uns sind. Das ist eine riesengroße Hilfe. Ich möchte auch nochmal ein ganz spezielles Dankeschön an Evelyn, an Werner, Christian und Karin senden, die wie meine Familie sind und mir auch in der Zeit weitergeholfen hatten jetzt und danke, wir wären nichts ohne euch jetzt, wir hätten nichts, das ist so. Ja, das ist, also wie gesagt, Leute, ich kann es noch was sagen, für die Leute, die zugeschaltet haben, wir reden gerade drüber, dass eine Spendenaktion gestartet wurde und jetzt auch eine GoFundMe-Seite, also diese Crowdfunding-Seite erstellt wurde, einfach für die Hilfe für die Reiseleiter und die Fahrer, die auch mit Allegia Tours zusammenarbeiten, damit die zumindest das Nötigste einfach haben, damit sie Essen kaufen können und eben ihre Wohnung nicht verlieren, sozusagen, wenn sie auf der Straße stehen. Deswegen, werde ich den Link posten, ne, also gleich jetzt unten hier in den Kommentaren und ich werde dann jetzt auch das gleich noch bei Facebook hochladen, dieses Interview und werde es dann eben auch da in den Link noch reinstellen, damit er dann gleich auf die Seite kommt. Ja, super, genau. Danke dir, dass du den Link reinstellst, weil das hochladen, weil durch das, dass wir Reiseleiter diese Initiative ja für uns jetzt in Anspruch genommen haben, auch mit den Fahrern, wird Steffi den auch hochladen dann, diesen
Aufruf. Und wir sind natürlich an alle dankbar, die denn irgendwie teilen, irgendwie lesen, irgendwie ja, davon Notiz nehmen. Genau. Das genau, ist einfach, wenn, ne, einfach teilen, das hilft auch schon sehr viel, einfach teilen. Oder vielleicht schon über den nächsten Mexiko-Urlaub nachdenken, ne, dass sie einfach sagt so von mir, okay, sobald wir wieder reisen dürfen, unterstützen wir euch in dem Sinn. Ne, das wäre natürlich, das ist auch eine große Hilfe, ne, so wegen, wenn man weiß, auf wegen, okay, da kommen wieder welche, ne, damit wir, also wir haben für September ein paar Anmeldungen, ne, aber wie gesagt, da fehlt halt noch der Rest vom Juli und August und September, mal schauen, ob die Flieger dann gehen und sowas, ne, aber wie gesagt, es ist einfach so, dadurch, dass jetzt schon alle auf Null sind, ist es natürlich jetzt gerade so ein bisschen grenzelig. Deswegen, wenn jetzt halt schon ein bisschen was reinkommen könnte, wäre das natürlich eine gute Hilfe. Also ganz ehrlich, das ist das, was du vorher gesagt hast. Wird schon. Wird schon. Die ganzen Einlagen immer noch hat, ach, das ist hart, da kriegen wir noch was. Dieses Gemauschel, was ja auch ganz typisch ist hier in Mexiko. Guck mal, hast du hier, mach mal. Ja. Ist alles vorbei jetzt. Ist alles vorbei. Sind alle auf dem gleichen Stand und große Firmen. Ich habe gehört, ein Oxo-Laden, der hier ja an jedem Eck ist. Das ist ja wie so ein... Ich vergleiche das immer mit den Tankstellenläden in Deutschland. Entschuldigung. Die ja wirklich 24 Stunden immer an irgendwie ein Einkommen haben, weil die Leute halt dann ihr Bierchen da holen oder was auch immer. Und die gibt es an jedem Eck. Und selbst die hatten einen Aufruf gemacht, weil sie die Miete nicht mehr zahlen konnten. Stell dir das mal vor. Ja, also dass die Läden auch pleite gehen, es geht. Allgemein. Also du kannst nicht mehr zum Freund gehen und sagen, kannst du mir mal leihen? Hm. Weil der Freund wird sagen, kannst du mir mal leihen? Weil ich hab's ja. Ja. Und das ist das Schlimme. Ja. Ja, liebe Christine. Es ist schön, dass ich mich wieder mit dir unterhalten kann. Es ist schade, dass es wieder so ein trauriges Thema ist. Ja, einen ganz, ganz dicken Knuddler an alle unsere Gäste. Wir freuen uns so sehr, wenn wir euch wiedersehen. Kommt zu uns. Wir brauchen euch so dringend hier. Ja, einfach mal alles hinter sich lassen. Vielen, vielen Dank an alle, die an uns denken. Wirklich. Ja, da kann ich mich jetzt einfach nur noch anschließen. Also wie gesagt, danke nochmal einfach für die ganze Solidarität, einfach auch für die Nachrichten so von wegen, hey, wir denken an euch, ne? Wir denken an euch. Es ist schön, ne? Wenn man einfach so, weil ich kriege im Moment nicht so viele WhatsApps oder sowas, aber wenn was kommt, da sagen halt viele einfach, hey, wir denken an euch und danke für die schönen vielen Fotos und sowas, ne? Weil wenn wir mal was bei Facebook reinstellen oder sonst irgendwas oder auch unser Facebook Live sagen viele, ach, das ist immer so witzig und das ist immer so toll und sowas. Wie gesagt, wir versuchen, ne? euch schöne Sachen zu berichten aus Mexiko. Wir haben ein super schönes Land, wir haben wunderschönes Wetter, wir haben blauesten Himmel. Es ist also so, wie gesagt, generell, ne? Mexiko ist weiterhin wunderschön. Nur wie gesagt, die Situation ist ja wie auf der ganzen Welt einfach schwierig. Deswegen, wir müssen es jetzt einfach mal ansprechen. Es tut mir leid, dass es in dem Fall jetzt nicht so ein positives Interview war in der Hinsicht. Aber wir mussten es jetzt einfach ansprechen. Ich habe auch gesagt, ich will das jetzt einfach hier auch, damit ich den Geistigen auch helfen kann, damit die Nachricht rauskommt in die Welt und dass eventuell das Glück besteht, dass tatsächlich ein paar Spenden zusammenkommen, damit ihr einfach, dass ihr überleben könnt. Also es ist wirklich, man kann es nicht anders sagen, buchstäblich. Ne? Und deswegen wollte ich einfach die Chance ergreifen und einfach diesen samstäglichen Instagram-Beitrag dafür widmen. Und das haben wir jetzt gemacht. Ich hoffe, es hilft Darf ich euch. Ja. Ja, weil dafür wollte ich mich auch noch bei dir bedanken. Danke, Christine, dass du uns Reiseleiter und die Fahrer mit diesem Instagram unterstützt, dass wir das so publik machen können. Vielen, vielen Dank in dem Sinn für deine Hilfe in der Richtung, ja, dass hoffentlich viele Leute davon hören und auch gerne den Link hoffentlich weiterteilen. Ja. Genau, nee, ich bin ja natürlich nicht nur ich, sondern es hat natürlich auch die Claudia dahinter. Claudia hat auch sofort gesagt, erwähne das noch und sag das noch und dieses und jenes, ne? Und also sie ist da auch sehr dahinter, weil natürlich auch sie sehr besorgt darum ist. Sie ist weiterhin, ihr tut's leid, dass sie natürlich nicht die ganze Firma oder alle unterstützen könnte. Wenn sie, hat sie gesagt, wenn sie im Lotto gewinnen würde, würde sie natürlich das machen. Aber wie gesagt, bei ihr ist es natürlich auch so, dass sie die
finanziellen Mittel nicht hat. Wie gesagt, ich habe das Glück, deswegen bin ich jetzt nicht dabei, weil eben ich im Moment das Glück habe, dass sie mich noch von ihrem Privatgeld bezahlt. Noch. Ich weiß nicht, wie lange sie noch kann. Ich will auch gar nicht nachfragen, aber ich stelle mich auch schon mental darauf ein, dass es wahrscheinlich auch irgendwann mal zu Ende geht. Deswegen hoffen wir natürlich alle, ne, dass eben bald wieder der Tourismus wieder anläuft und wieder losgeht, damit genau, damit es einfach, damit die Chefin auch wieder die Chance hat, einfach uns Arbeit zu geben und uns alle wieder auch ja, unterhalten können, sozusagen. Ne? Das wäre auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ne? Gut, wie gesagt, ich glaube, warte mal, ich glaube, magst du noch irgendwas sagen? Ich glaube, sonst haben wir es jetzt, damit wir jetzt einfach schnell den Link auch rausschicken können. Ne? Einfach nur danke und passt alle ganz doll auf euch auf, bitte. Bleibt uns alle bleibt uns gesund, bitte. Ja, damit ihr uns auch bald besuchen könnt und wir freuen uns ganz doll auf euch und ja, zusammen sind wir stark. Genau, das wollte ich sagen. Zusammen sind wir stark. Genau. Also, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ne? Wie gesagt, ich werde es jetzt gleich noch hochladen und diesen Link, was ich von der Steffi schon bekommen habe für diese Seite, dass ich das gut finden kann. Die haben auch ein ganz süßes kleines Video dazu gemacht. Schaut euch an, damit ihr seht, wer bei dieser Aktion dabei ist. Ne? Und genau, vielleicht greift euch ein Herz und vielleicht könnt ihr da. Und wenn es nur, wie gesagt, es muss ja nichts Großes sein, einfach nur eine Kleinigkeit. Und dann, wenn es viele sind, dann kommt auch was zusammen. Ne? Das ist, wie man hier so schön sagt, man sagt ja immer, es ist wie unser Sandkornprojekt. Ne? Also jedes Sandkorn zählt. Ein Sandkorn macht nichts, aber 1000 Sandkörner machen halt schon eine Sandburg. Ne? Und deswegen, also jedes Sandkorn zählt. Ne? Also, vielen, vielen Dank nochmal. Danke, Chrissy, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, darüber zu reden. Ich sag danke, dass wir die Möglichkeit haben, das so zu publizieren. Ich sag danke an alle, die bei uns sind, alle, die mit uns sind und die an uns denken. An euch, an dich, an Claudia, an alle. Und ja, vielen, vielen Dank, dass wir so vielleicht wieder ein bisschen ein kleines Lichtlein sehen. Genau, Dankeschön. Genau, wunderbar. Alles klar. Ganz liebe Grüße auch an die Reiseleiter, die jetzt gerade zuschauen und die Kollegen. Haltet durch und alles wird gut. Irgendwann. Tschüss. Tschüss.